Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Gravel Pete LP, zurück zu Beat Your Deine Welt. Yay, es ist wieder da, es geht wieder los. Wir sind bei Part 4 in dem Projekt und eine nächste halbe Stunde mit mir besteht euch bevor, beziehungsweise, ja, euch bestehen 10 Minuten bevor, das sind dann 3 Parts insgesamt. Die Map war weg, sie war weg für einen Tag und jemand hatte sie, wir sehen schon hier, dass derjenige da etwas gebaut hat. Ich habe nur mal kurz geguckt, wo er es gebaut hat, noch nicht, was genau er gebaut hat. Schön fand ich nur, dass ich ja gesagt hatte, bitte nicht hier irgendwo dran. Und ich gehe rein und denke mir, ja, der hat genau mein Haus weitergebaut. Aber okay, ist jetzt nicht so schlimm. Aber für die, die als nächstes die Map bekommen, bitte nicht hier so am Schwimmbad. Ja, hier wollte ich ja selber was bauen. Aber wenn jeder jetzt zweit hier irgendwie was dran baut, dann muss ich alles immer mit einbauen und dann ist das auch schwierig. Das hier geht jetzt noch, weil das so ein Weg ist, ja. Also okay, sagen wir, ihr könnt irgendwie so eine Wegabzweigung, könnt ihr hier schon bauen, das kann ich noch mit einbauen, aber jetzt nicht hier irgendwo was drauf. Ja, da wären wir auch gleich beim Punkt. Die Map wird heute wieder vergeben. Was ist heute? Heute ist... Ach, ich habe keine Sachen mehr, ne? Ach so, was noch gesagt werden sollte. Nicht im Creative Mode, bitte. Im Survival Mode. Ja, bitte im Survival-Mode bauen. Ich weiß nicht, wie derjenige das jetzt gemacht hat. Das, was ich eben so gesehen habe, also das Haus, was er gebaut hat, sieht nicht allzu groß aus. Also ich denke mal nicht, dass er das mit dem Creative gemacht hat. Selbst wenn er es mit... Wer ist es überhaupt? Ach, moin, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Selbst wenn er es mit dem Creative gebaut haben sollte, ist es nicht so schlimm, da... Ah, da war doch Brot. Da das jetzt nicht so die Masse ist, das ist in Ordnung dann, ne? Also, aber in Zukunft bitte nicht. So, es gibt aber auch wieder eine Aufgabe. Ich weiß, wieder viel Rumgelaber hier am Anfang, bevor es überhaupt losgeht. Wir spielen im Übrigen immer noch auf Japanisch. Ich hätte gern Holz. Willst du mir jetzt sagen, ich habe überhaupt kein Holz mehr? Ja, ich mach mal das Cheat-Modul aus gerade. Naja. Wir haben kein Holz. Gut. Müssen wir nochmal... Moment. Haben wir irgendwo... wir haben kein Holz. Ach, egal. Ja, was müsst ihr diesmal tun, um an die Map zu kommen? Heute Abend wird wieder jemand ausgesucht, der mitnehmen, ich sag mal so, zwischen 20 und 22 Uhr suche ich den jemanden aus. Die Auserwählte. Und zwar, ich habe mir vorher nicht überlegt, was der in die Kommentare schreiben soll. Das ist wieder jetzt der Gravel-Pitanische Spontanismus. So, und ich baue jetzt mal eben ab, damit ich mir eine Hacke und so machen kann, bevor wir dann das Haus begutachten, was der Mann gebaut hat. Oder die Frau, und ich habe immer noch nicht gesagt, wer es gebaut hat. Das werde ich aber, wir gehen erst noch vorher sein Schild aufstellen, genau. Mein Gott, es gibt immer so viel zu tun hier. Wirklich, ey, wir sind schon 3 Minuten weg und es gibt so viel zu tun. Es ist unglaublich. Ich muss mich beeilen, ansonsten, ach guck mal, hier ist auch noch was. Ist noch was drin? Boah, ich liebe diese Musik, liebe ich. Die Musik ist im Übrigen unten in der Beschreibung, da ist eine Trackliste. Die Liste auf Team TT mit den Tracks, die müsste so geordnet sein, wie meine Playlist. Also das hier ist jetzt nicht der Anfang der Playlist, sondern einfach von mittendrin. Könnt ihr alle mal durchhören dann und ja. So, jetzt pass mal auf, Kollege. Jetzt wirst du hier hingemacht. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, deswegen gehe ich mal kurz raus. Ich habe die Welt nämlich so benannt. Oder es auch vergessen, sie nur so zu benennen. Das ist natürlich voll geil. Das heißt, ich muss gerade ganz im Spontanismus des Gravel Pits nochmal in die Nachrichten gehen. BG9123. BG9123 heißt der Gute. Welche Nummer hat er? 8. BG9123. 8, ne? BG9123. Yeah, das bist du. Du bist der 8. Yeah, sogar richtig. Ja, und ich habe immer noch nicht gesagt, was ihr tun müsst, um die Map zu bekommen. Und da werdet ihr bestimmt jetzt schon ganz hibbelig und ungeduldig. Das letzte Mal habe ich ja danach gefragt, was euer größter Traum ist. Das war sehr interessant, was da teilweise, was einige von euch geschrieben haben. Ah, hier ist auch eine Workbench. Dein Invent, vielen Dank. Ah, das war er wahrscheinlich. Nice, stimmt, mit meiner Angel. Dankeschön. Hat das mein Inventar da wieder hingetan. Das ist ja sehr nett. Das war mit dem größten Traum. Das war sehr interessant, wie ich fand, was ihr da so alles geschrieben habt. Jetzt würde ich aber mal gerne wissen, was kann man denn gut fragen? Was ist denn so eine interessante Sache, die mich vielleicht auch echt interessieren würde? So.
Ja, sie merkt schon, ich bin immer sehr einfallsreich, was sowas angeht. Ja, das ist eine interessante Frage. Die Frage kriege ich nämlich immer gestellt. Und ich kann die nie beantworten. Und deswegen gebe ich die jetzt an euch weiter. Ja, und ihr könnt die jetzt mal beantworten. So läuft es. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Das ist die Frage. Schreibt mir in die Kommentare. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Und dann suche ich mir wieder einen raus. Und der kriegt die Map dann zugeschickt. Guckt also mal in euer Postfach heute Abend irgendwie noch so nach 22 Uhr am besten mal reingucken. Dann habt ihr bis zum nächsten Tag Zeit. Und ja, würde mich freuen, wenn er das dann schafft. Wenn irgendjemand das mal nicht schafft oder der sich nicht meldet oder so, kann es natürlich Verzögerungen geben. Ansonsten gibt es jeden Tag ein Part von dem Projekt. Okay, also wo seht ihr euch in 10 Jahren? Und wir gehen uns jetzt angucken, was der Mann gebaut hat hier. Der BG9123. So, das finde ich schon mal geil. Also den Steg, finde ich, hat er schon mal nice gemacht. Hier den Weg dahin. Den Platz, finde ich, hat er sich auch sehr gut ausgewählt da so hin. Ne? Das finde ich schon, hat er schon gut gemacht. So, was haben wir denn hier? Nimm das Buch. Geheiligt seist du, Gravel Pit. Oh mein Gott, er heiligt mich. Ah, guck mal hier. Dayano Shuru. Was? Shiru Hatsu. Okay. Und was steht da? Ah, lieber Gravel Pit. Page 1 von 5. PG. Lieber Gravel Pit. Ich möchte dir in diesem Buch das Warum erklären. Er will uns das Warum erklären. Das hört sich interessant an. Als erstes sollte man wissen, wie ich zu der Ehre gekommen bin, hier zu bauen. Die Frage vom Gravel Pit war, was ist euer größter Wunsch? Und mein Kommentar. Und jetzt, das finde ich sehr interessant, dass er das gemacht hat. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auf der nächsten Seite lesen, was er geantwortet hat, ja? Und ihr werdet überrascht sein, warum ich ihn genommen habe. Ich werde euch am Ende des Buches erklären, warum ich ihn genommen habe. Zack. Es ist simpel. Ich möchte die Liebe meines Lebens finden. Nun darf ich das hier machen. Mein Haus. Ich habe mein Haus im norwegischen Stil gebaut. Aus Holz. Norwegischer Stil ist immer gut. Da ich an der Ostküste lebe und viel mit dem Boot unterwegs bin, zum Angeln oder einfach nur rumfahren, habe ich ein Strandfischhaus gebaut. Für mich und mein Mädchen, B&B Forever. Ah, richtig gut. Mit einer Küche, einem Schlafzimmer und der Stube. Das Haus besitzt auch einen Steg und mit Bootsanlege und eine Bootsanlegestelle oder was. Und mit Bootsanlegestelle. Ich hoffe, dass man hier einen schönen Abend genießen kann. Es ist etwas klein, aber ich wollte keinen Prunk. Ich hoffe, es gefällt euch allen. Viele Grüße an den Gravel Pit von BG9123 AK Ben HST. PS, I love you. Alles klar. So, warum habe ich den Kommentar gewählt, bevor wir uns das Haus angucken? Ich laber viel. Achtung, Eingangs. Ah, Junge, du hast es drauf. Richtig geil, 1,80 Meter. Gut, dass ich 1,78 bin, da passe ich ja genau rein. Ja, ich muss sagen, es gab viele Leute, die haben wirklich großartige Kommentare geschrieben, was denn ihr Traum ist. Und wir sind auch echt super Träume gewesen. Aber dann kommt er daher und schreibt einfach nur, simpel, ich möchte die Liebe meines Lebens finden. Und irgendwie fand ich das, keine Ahnung, das war so simpel und so dahingekletscht. Aber wahrscheinlich auch mit einem Touch Ironie, so wie mit seinem wirklich größten Traum, ja. Und irgendwie habe ich gedacht, nimmst du so, ne. So ein bisschen Romantik mit muss ja auch immer drin, ne. Also Romantik ist ja nicht schlecht, so manchmal bin ich ja auch der Romantiker, deswegen habe ich den genommen. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an. Also im norwegischen Stil hat er es gebaut. Haus von außen sah schon mal geil aus. Das sieht, also der hat gut gebaut. Und das hier sieht auch geil aus. Ich staune, ist ein Enderman. Ich staune ja wirklich immer wieder, was ihr für geile Hütten hinbekommt. Ja, und ich bekomme da mein Schwimmbad nicht hin, was voll scheiße aussieht so nebenbei. Aber ich staune ja immer wieder, wie geil die Sachen einfach gebaut sind, die ihr hier hinbekommt, ey. Das ist echt der Wahnsinn, Leute. Oh, was ist denn hier drin? Uiuiuiui, guck mal. Da hat er auch ordentlich was reingemacht. Das ist schön. Da weiß ich, wo ich mir was zu essen holen gehen kann. Ja, das finde ich so einfach. Das ist doch mal nice, Leute, oder? Wenn wir zusammen so bauen, das finde ich echt geil. Und hier hat er so eine Bootsanlegestelle gebaut. Mit kleinen Bötchen. Ja, sehr, sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut, das Haus. Ach, guck mal, jetzt habe ich verkackt. Hier. Hat er auch an die Treppe gedacht. Ist natürlich nicht groß, das Haus. Aber ist klein und fein im norwegischen Stil. Sehr schön gebaut, finde ich. Gefällt mir sehr gut.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute, im nächsten Part. Und da draußen warten schon die Achmeds. Ja, und ich bin gespannt, wer die Map diesmal bekommt. Und ihr dürft auch gespannt sein. Im zwei Parts jetzt werden wir hier noch ein bisschen an meinen Sachen rumwerkeln. Und ja, dann geht's ja auch schon weiter, ne? Dann sehen wir schon das nächste. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Gravel Peach LP, tschüss.